Wir fahren nun fort auf die nächste Route und die ist rechts. Aber bevor wir hier nun aufkreuzen, um uns ein bisschen zu EP zu erhassen, werden wir uns noch ein bisschen ausrüsten mit Gegengiften zum Beispiel. Und nein, nicht nur einen. Vielen Dank. Wir hätten gerne 5 Stück. Man weiß es ja nie. Zwar mit unseren Pokémon, die wir jetzt im Moment haben, wird sowieso nicht viel passieren, weil die auch von Typ Gift sind und die können nicht vergiftet werden, daher bringt es eigentlich kaum was, aber schon mal für ein bisschen was zu sorgen, denn wir müssen wirklich sehr aufpassen hier. Trank haben wir, glaube ich, auch noch eine Menge, 8000 Stück. Hatte ich da mal früher was versteckt? Ich weiß gar nicht mehr. Nö. So, dann gucken wir mal unser Team an. Merkel und Chris. Gut, dann werden wir mal Chris nach vorne stellen und werden ihn mal gegen 3 Taubsies antreten von dieser gewissen Frau, Dame hier. Was starrst du so? Tja, ich starre, weil du ein Mädchen bist und ich ein Junge und du verdammt heiß aussiehst mit deinen Augen. Okay, Taubsi, raus mit dir. Nicht bei mir, sondern hier bei ihr. Und wir benutzen Hornattack. Sehr stark eigentlich. Wie ich Sandwirbel hasse. Andauernd hier uns das Gesicht vernebelt. Aber langsam aber sicher erlernt Chris Giftstachel und entwickeln sich die beiden Pokémon. Das freut mich so arg, dass ich gleich vor Freude in die Luft springen könnte. Nee, Scherz, also. Aber soweit so gut. Ich habe mir vorgenommen, dass wir in diesem Part eventuell nochmal ein Pokémon fangen. Was für ein Pokémon das ist, das weiß ich selber nicht. Das ist ja hier zufallsmäßig, ne? Du bist gefährlich, aber herrlich. Dankeschön, du auch. So, der nächste. Komm her. Hey, ich kenne dich aus dem Verdammnerwald. Woher kennst du mich denn, Mann? Du hast ein Zwillingsbruder, Mann. Du hast schöne Schuhe an, ja. Was geht denn mit dir ab? Hornattacke auf dieses hübsche Raupi. Ach ja, ich möchte auch gerne mal neben einem Raupi aufwachen und ihm einen Zungenschmatzer geben. Das war. Nee, ich würde ihn. Also. Raupis sind nicht kacke, aber. Ich würde ihn jetzt auch nicht Zunge in den Hals stecken oder so, aber. Naja, wie soll ich sagen? Sind schon etwas eklig. Und dieses Horn hat gar keinen Mund. Auch gut. Man muss ihn durch eine Nase Mund zu Mund beatmen. Wow, wie es ausschauen würde. Aber uns passiert nichts. Das ist das Wesentliche. So. Chris erhält 100 EPs, aber noch kein Level. Aber wir bekommen hier sehr viele EPs. Was freut uns. Wir werden natürlich versuchen, alle Gegner hier in der Edition zu besiegen, damit wir auch wirklich ein bisschen Erfahrung sammeln können. Offline werde ich jetzt auch trainieren, ne? Da ist halt ein bisschen, sagen wir mal, ja, nicht langweilt, aber halt nervt, dass man halt dann während des Let's Plays dann schnell trainiert und das mache ich persönlich auch nicht. Du hast mich wieder besiegt! Du Ohrloch, du! Gut, du bist auch so ein Ohrloch. Merkel, du darfst jetzt auch mal ran gegen Radfratz und Rettern, glaube ich, hat diese ominöse Person. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Tee. Misty. Ah, verstanden? Ja. Gut, Teenager möchte kämpfen. Teenager Shorts sein. Rotfrat sein. Hallo Redfrat. Willkommen hier in My Lost Play. Ja, hallo. Okay, ranken hier. Normal effektiv. Ja, zieht eine Menge ab. Und tschüss, Rotfrat. Jetzt kommt etwas. Eine etwas andere ein schwieriges Pokémon und zwar Level 15. So, Retter kommt und wir können damit, glaube ich, nicht mit Rankenhieb angreifen, weil das nicht effektiv ist. Aber wir können es ja gerne mal versuchen. Nein, ist nicht effektiv, leider. Naja, ein Volltreffer. Aber trotzdem. Oh nein, Wickel. Ich hasse Wickel, ey. Oh, ich schau mal, wie Bichesam für Knopfaugen hat. Das hat Angst. So,
Wir wollen gerne mal wieder weitermachen. Rettern dürfen wir? Ich weiß es ja nicht. Aber ich denke mal schon. Deswegen wird das jetzt mal Tackle. Tschüss Tackle. Tschüss Tackle. Ich wollte eigentlich sagen Tschüss. Aber in der Edition, in der älteren Edition, ist es sehr gefährlich mit Giftstacheln. Da kommt sehr häufig Giftstacheln vor. Da muss man sich wirklich oft mit Gegengift helfen. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Ja, deine Mutter wartet schon mit einem Apfelkuchen. Mal die zwei Finger reinstecken und schauen, wie es sich anfühlt. Chris, raus mit dir, denn du raus EP. Let's go! Bist du auch ein Schreier? Lass uns kämpfen, du Lappen! Ey, selber, ey! Ey! Ey, dein Netz ist kaputt. Hornio kämpft gegen unser Mist. Chris, benutzt Hornattacke. Nur als Tipp. Down. What the hell is this shit? Kokuna, Bibor, Sakon, Akane. Idoran, kennt ihr den Poké-Ref? Die kann ich früher mal auswählen. Aber jetzt nicht mehr. Die Musik ist gut. Sehr schön. Ein Alien-Pokémon dazu. Das gibt viel EPs. Aber nicht genügend leider. Aber wir werden in dem Part werden wir alle zwei Pokémon noch entwickeln können. Das finde ich super. Bringt bestimmt auch Glück. Und wir bekommen ja auch bald den Mondstein, ne? Weil wir bald an dem Mondberg angekommen sind. Und das bedeutet, Chris kann sich zu einem prächtigen Nidoking weiterentwickeln, aber ob wir das sofort wollen, das ist die Frage. Hornattacke. Und nicht down. Aber ich hasse die. Ich hasse Safcon und Kukuna an down wegen ihren Härter. Das, was ist das für eine Billigattacke? Echt, ja, typisch Käfer, ne? Könnte ich nur so werden. Und Chris erreicht Level 16. Herzlichen Glückwunsch. Und nun ist es soweit. Chris, du bist groß, stark. Mit diesem Pokémon und Pickel. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Hey, Chris, entwickel sich! Chris wurde zu Nidorino. Sehr schön. Herzlich willkommen, Chris, hier auf der ja, MS Anne. 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 Okay. Warum schaust du mich so fasziniert an? Du, wie gesagt, du bist ein Mädchen. Ich bin ein Junge. Und du bist hübsch, außer deine Augen schon wieder. Was bist du für ein Mädchen? Raffas, Level 10. Schau schon so aggressiv, ne? Hat bestimmt so Tollwut wie beim Film Quarantäne 1 und 2. Müsst ihr euch mal reinziehen, ist echt Hammer. Rutenschlag. Boah, Hyperstrahl. Nein. So, und jetzt noch Nidoran Männchen. Aber mir wäre lieber Nidoran Weibchen wäre mir lieber gewesen, Nidoran Weibchen, da ich mehr auf Nidoran Weibchen stehe. Naja, jetzt nicht, weil es eine weibliche Form ist oder so, sondern ich mag Nidoqueen mehr als Nidoking. Also schaut auch besser aus, ja, nicht wegen ihren LP, sondern LP, meine ich, sondern nur so halt. Aber man mehr denkt, Nidoran Männchen hat hinten so ein komisches, so ein Panzer, ne? Aber wenn man richtig hinschaut, ist das hier der Anfang vom Bein und es geht von da darüber. Und das sind die Stacheln am Rücken oder am Po oder was er da hat. Oder Pickel oder so. Deformierte Pickel. Und leider keine Level. Bleib immer nett. Oh mein Gott. Ich bin immer nett. Ich bin immer nett. Auch zu Menschen. Ja. Hey, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Achso, ist jetzt hier da oben oder was mit dem Brennnesseln da? Oh Mann. Ja, warum seid ihr irgendwie nicht zusammen? So paarmäßig? Manchmal. Habi, Dirk, Ibit, oh Schnabel. Scheiße. Und auch noch Level. Wir müssen wechseln. Na, zu Chris, oh Mann. Ja, heul uns nicht vor, nur weil du jetzt hier diesen großen, starken Chris siehst. Sondern Hornattacke! Ja. Und eure komischen Attacken. Silberblick, Heuler, Energiefokus. Merkel erreicht Level 16.
jetzt wird Merkel auch ganz groß, jetzt wird sie zum, ja, Sklave. Und danach zum, zur Präsidentin. Nein, verloren! Hey, Merkel entwickelt sich. So, ich entwickle mich, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh yeah, Merkel wurde zu Pisa Knoss. Ja, Pisa Knoss war erst ein Pickel, zweitens hat er irgendwie so, keine Ahnung, so ein Schneckenhäuschen mit einer Schnecke drin. Oder? Das schaut so aus. Schneckenhäuschen am Rücken und eine Schnecke schaut raus. Okay, das sieht man auf den Angriff, Verteidigung, Initiative und Spezial. Das sieht man mal, dass Physik, psychische Attacken genauso wirken wie Nahkampfattacken. Das finde ich dann auch gut. Die Initiative ist stark Spezial, oder? Spezialangriff ist physisch. Gut, dann sind wir physisch stärker als andersherum. Ja, die Verteidigung ist etwas schwach, aber man kann es bestimmt mit Proteinen und so alles wieder ein bisschen aufwecken. Naja, das hebt ja den Angriff dann, oder der Carbon oder so. Okay, das sind mehr Nahkampfattacken stärker als normale. Schade. Aber kann man ja nichts machen. Und du, schau nicht böse. Hab dir nichts getan. Hallöchen. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Ja, dann komm her. Komm, zeig's mir. Komm. Ey, komm, Blackstream. Oh, hallo. Was hast du denn da in deinem Korb? Brötchen oder tote Raupi? Ohne Kopf. Natürlich, du Vergewaltiger. Du Pädobär. Wie ist es auch schon, ey? Okay, damit können wir nicht viel anfangen, aber Tackle. Hat irgendwie eine Schere am Schwanz. Deformiertes Pokémon haben wir hier. Deformierte Merkel. So, tschüss, Raupi. Komm, hier aber sehr viele EP, das passt. So, wir wechseln nun zu Chris. Hallo. Wie ich dieses Pokémon hasse. Sauber. Gut. Aber Hornetag ist wirklich sehr stark. Naja, okay, wir haben 5 Level Vorsprung. Was wollen wir denn davon? Bitte schön erhaschen für Vorteile noch. Naja, ist aber auch nicht also normal effektiv. Hallo. Du hast meine Pokémon besiegt. So, hier haben wir diese Route. Und ich frage mich, was uns hier erwartet. Fragt ihr euch das auch und bleibt dran und wir werden es jetzt wissen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Einmal Carpador. Habitat! Level 5. Wir werden es fangen! Ist noch nicht. Diese machen wir noch und dann werden wir diesen Part. Sollen das nicht mal Annäherungsversuche sein? Oh, du Bitch. Entschuldigung. Negüre, besser gesagt, keine Bitch. Negüre. Mit Bömmelöffel. Ja, okay, wir haben hier in der Nähe aber noch eine Route. Da haben wir noch einen zweiten Versuch. Oh, zum Glück. Racken! Oh, Level 14. Voltrapper. Ja. Nein. Okay, wir wechseln. Chris, los mit dir. Los, Chris. Chris. Oh. Das ist nicht gut. Gut. Pokémon. Nein, die Item. Was haben wir denn hier als Gegengift? Ja, toll, haben wir gar nichts davon. Gute Nacht, mein kleiner Schatz. Loki. Jetzt hat Hornattacke gemacht, dieses Viech fertig. Ja, tschüss. Nur weil ich die Physik habe? Na gut. So Leute, wir beenden hier diese Party. Ich bin mal gespannt, was auf der nächsten Runde aufbaut. Bis dann Leute und ciao.